Hallo und herzlich willkommen bei tasteup.de. Ich heiße Jens. Jay, Alex und Christian. Heute verkosten wir einen Glenfiddich Cask Collection Travel Retail, 1 Liter Flasche, ohne Altersangabe. Schauen wir uns mal an. Goldfarben, muss ich mal sagen. Ja, Gold trifft es, glaube ich, ganz gut. Und der schliert schon mal einen leisesten Ansatz. Und das gefällt mir gut. Dafür, dass er Schöne nur diese Umdrehung hat. dicke Schlieren, ja, die auf Aroma deuten, auf viel Ja. Aroma. Schönes Schlierenbild, ja. Mal riechen. Ja, diese fruchtige Note kommt ganz vorne weg. Ja, schön fruchtig, Ja. schön rund, schön Pfirsich. ausgewogen, Pfirsich. Eindeutig Pfirsich, keine Nektarine. Ich finde ihn ein bisschen sprittig in der Ja, Nase. etwas. Kann aber am Glas liegen. Ich mag es ja. Rotwein ganz leicht, weil der wird unter anderem auch in Rotweinfässern gelagert. Also so eine Nur eine traubige Note, ja. Trauben. Ich würde Ja. sagen, nochmal wie verwenden. Ich würde nochmal schnell riechen wollen, aber. Aus Ne, da kommt. blumig. Ja, was Oder Florales. oder So ein bisschen. Heu oder Was Florales, ja. irgendwas in der Und so, Art. also finde eine schöne, leichte Süße, so Gerst im Hintergrund, Gersten, also. Malz, Süße oder noch, würde ich Bin mir da nicht sicher. Aber ich kann es damit Vielleicht schon schmecken wir das hier raus. Ja. Ja. Bis dann, lieber. Danke. Was auf der Zunge gar nicht zum Tragen kommt, aber erst sich am Gaumen breit macht, sind die Holznoten. Er Ja. entwickelt sich auch. Am Anfang denkt man sehr mild, sehr wässrig fast, Ja, aber er da entwickelt sich kommt er. unheimlich im Und Mund. dann geht auf einmal richtig was. Also Schon diese Holznote kräftige kräftig, leichte Eichennote. Tabakaromen, leichte karamellige Süße. Ja, aber auch eine Okay. Fruchtsüße vorne auf der Zunge, also. Aber das Florale finde ich ist ganz weg. Ja, Diese Fruchtnote stimmt. kommt noch, schwingt noch nach. Im Abgang finde ich den, kommt er überraschend warm im Bauch an. Ja, also da ist So so, 40 der Prozent. schleicht sich so Der streicht runter sich und nicht dann auf stopp einmal und da sagt und aber, und hier bin entfaltet sich dann ich. aus, Ja? ja. Geben wir die nochmal mit Wasser. Wenn du das möchtest, Ich werde noch nicht abgeneigt. Du Solange weißt auch, was. erkläre ich mal ein bisschen was zu dem Whisky. Diese Glenfiddich Cask Collection, die wird also in drei verschiedenen Eichenfässern gelagert. Das waren europäische Eichenfässer, Ex-Bourbon-Fässer und Rotweinfässer, die im Solera-Verfahren, also übereinander gelagert werden, gestapelt werden und dann wird immer, wenn von unten entnommen wird, wird immer von dem darüber liegenden Fass nachgefüllt. Und so entwickelt sich der Geschmack im Laufe der Jahre einfach durch die Lagerung. Was machen wir Ich guck mal so nach der Farbe. Und ihr werdet mir zustimmen, wenn ich behaupte, die ändert sich durch die Wasserzugabe nicht. drin? Sind quasi weg. Der stört schön, also guckt das. Ah ja. Jetzt. Ja, da brauchen wir einen Moment länger. Ja. Das Fruchtige tritt Sehr deutlich nach deutlich vorne. fruchtig. Ja. Die floralen Töne sind mehr oder weniger weg oder deutlich im Hintergrund. Ja, im Hintergrund, also sonst leicht sind die noch zu erahnen, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch die Holznummern gehen runter. Da kommt ein bisschen mehr Tabak dran. Ja. Aber da ist irgendwas, ich kann es dazu aber. Auch da, vielleicht schmeckst du es raus. Cheers, Sicher. babe. Ja. Deutlich süßer finde ich jetzt im Antritt. Das Eichige verliert sich doch deutlich, also auch dieses Voluminöse finde ich, Ja, aber das es ist durch schon das noch Wasser. da, finde ich. Also. Also ich finde, Karamellige kommt so ein bisschen mehr zum Vorschein. Ja.
die Fruchtnote verliert sich ziemlich. Ja. Dafür kommen die Fassgeschmack stark auf. Ja. Also ich finde den Fassgeschmack auch, also der ist schon sehr präsent, finde ich. Und ich finde ihn ja, wässriger. Ja, also ich würde so eine malzige Süße auf der Zunge. Ja, wie genau. So wie, ja. Wie Karamalz oder so. Ja. Also für meinen muss Geschmack. Man nicht. Muss man 40% ist. Wird man? Eben. 40% ja. Musst du eh nicht wirklich Wasser reinschütten. Solide. Wir auch von uns dafür, solide. Aber. Also ich finde die Nummer mit den Holzaromen ohne Wasser finde ich gut gemacht. Das gefällt. Wir stellen vor, Bruno, unser Scotch-Terrier, der heute auch unter dem Tisch dabei ist, der kriegt natürlich nichts zu trinken. Nur Wasser. Nur Wasser. Also, wir danken für die Aufmerksamkeit und bitte schaut mal wieder rein, wenn es wieder heißt, Whisky-Videoverkostung bei Taste Up.de. Darauf trinken wir einen. Darauf trinken wir einen. Das ist ein schweres Wort. Tschüss.